Moin, meine Lieben, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich mache heute schon mal ein Vorvorschau-Video zum kommenden Heimspiel am Freitagabend um 20:30 Uhr gegen Greuther Fürth. Ich werde am Freitag gegen Mittag nach meinem Dienst dann nochmal ein Video machen, weil bis dahin kann sich ja noch was ändern. In der Hoffnung, dass es nur Positives ist und nicht Negatives, weil sich irgendwelche Spieler verletzen sollten. Heute beim Training, Raphael Zichos hat ein individuelles Training absolviert. Lemperle hat zum Start des Mannschaftstrainings erstmal mitgemacht, hat dann aber auch individuell trainiert, genau wie Jannes Horn. Ansonsten sind alle anderen an Bord. Das ist gut. Auch die Brummschädel, Schmitz und Kilian sind fit und an Bord. Also sollten wir eigentlich mit bester und voller Kapelle am Freitag ins Heimspiel gehen und hoffentlich dann auch da die 3 Punkte holen. Ja, unterschätzen sollten wir Greuther Fürth nicht. Nicht, weil das Baumgart sagt, sondern generell sollte man das nicht. Aber das haben wir auch am dritten Spieltag im Heimspiel gegen Bochum nicht getan. Wir haben knapp gegen Bayern verloren. Bochum hat stark gespielt gegen vermeintlich schwache Mainzer an dem Spieltag. Wir haben uns alle in die Hosen gemacht, weil Holtmann da so ein Solotor gemacht hat da. Der hat dann keine Schnitte gesehen gegen unseren Benno. Ich gehe davon aus, dass alle Kölner Spieler das wissen und die sind aktuell bodenständig. Sie haben jetzt gegen 3 sehr gute Mannschaften in Freiburg, zu Hause gegen Leipzig und in Frankfurt haben sie bestanden, gut gespielt. Wir hätten die Spiele gewinnen können. Natürlich hätten wir die Spiele auch verlieren können. Aber wir haben sie nicht verloren. Wir haben es einmal verloren. Wir brauchen uns vor niemandem verstecken bislang. Wir müssen halt nur die Torschancen nutzen, die wir haben. Und das ist auch wirklich das einzige Manko. Wir können ja auch immer noch manchmal offen sein hinten oder mal einen Fehler machen, sodass der Gegner durch ist oder so. Aber dann haben wir immer noch, Stand jetzt, einen sehr guten Torwart, der die Dinger dann auch hält. Auch vermeintlich unhaltbare. Ja, ne, dass das auch weiter so bleibt. Aber selbst wenn da mal einer durchflutscht oder sowas und wir dann halt ein Gegentor kassieren, ist die Mannschaft stark genug und sofort auf der Höhe, das sofort wieder auszumerzen. Wichtig ist, dass wir jetzt im Heimspiel vor jetzt wahrscheinlich, nee, nicht 31, 33.000 Zuschauern sogar, dass die Hütte brennt von Anfang an, dass die Fans die Mannschaft weiter anfeuern, auch wenn es mal nicht läuft. Was ich zuletzt auch gefordert habe, was bisher immer passiert ist, sei es in den Heimspielen, aber auch in den Auswärtsspielen, dass die Fans sofort da sind, sofort parat sind. Und das trägt die Mannschaft natürlich auch, ne? So wie sie vermeintlich jetzt Eintracht Frankfurt ja auch getragen hat. Und deswegen haben wir hier und da auch ein bisschen geschwommen, ne? Ich gehe aber mal davon aus, nochmal zur Utschanz, zum Ende des Spiels. Wenn da Costa den nicht abblockt, glaube ich sogar, dass der Ball an Trapp vorbeitrollert und ins Tor fällt. Gut, direkt davor haben wir Glück gehabt, dass Hinteregger Schuss von Zichos, glaube ich, geblockt worden ist, weil sonst hätte Timo da wieder hinterher geguckt. Aber gut, das Spiel ist vorbei, wir haben Punkt geholt, alles cool. Jetzt gilt es darum, die Heimstärke weiter auszubauen, den nächsten Dreier einzufahren. Und ich glaube, dann ist auch schon wieder Länderspielpause, ne? Ich meine, ja, ist natürlich ungeil, aber was soll's, nützt ja nichts. Gucken uns wieder Deutschland an dagegen, weiß ich nicht, Armenien oder sonst was. Ja, deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass die Jungs jetzt fit bleiben, sich keiner verletzt im Training, auch in dem Spiel am Freitag. Aber wie gesagt, Greuther Fürth nicht unterschätzen, tun sie auch nicht, also glaube ich nicht. Ich glaube, die siebtstärkste Mannschaft ist Greuther Fürth im Laufen. Wir, glaube ich, die viert- oder fünftstärkste Mannschaft, ja, was die Kilometer abreißen angehen. Sie geben auch nicht auf. Sie schießen natürlich kaum Tore, haben aber trotzdem Torschancen. So ist es nicht. Wir müssen unter anderem besonders auf Hirgota aufpassen. Das ist ein Linksfuß. Er spielt Stürmer, kommt aber meist über rechts, über den Flügel. Ja, zieht in 16er rein, flankt rein oder sucht dann die Schusschance à la Robben. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Sie spielen meistens auch mit Raute, zuletzt aber 4-4-2, also zwei Viererketten und zwei Stürmer. Ja, am besten in Führung gehen, die Fans pushen die Truppe, vielleicht drückt das auch Greuther Fürth ein bisschen runter, ne, was die Wucht dann angeht von unserem Stadion und die Fans und unsere Laufstärke. Gut, Fürth wird wohl klar dagegen halten, wird wohl versuchen, erstmal kompakt zu stehen. Ich glaube nicht, dass sie versuchen, offensiv mitzuspielen, weil sie wissen, dass wir früh draufgehen und wenn wir die Bälle gewinnen, sind sie zu offen und dann, ja, dann ist es vielleicht nur eine Frage der Zeit, dass wir dann aus den Möglichkeiten auch direkt Tore machen. Davon gehe ich nämlich aus. Ich glaube, das wird ein klarer Sieg, auch wenn es vielleicht teilweise dann nicht so aussehen wird. Aber wir werden unsere Chancen bekommen und diesmal werden wir auch diese Chancen auch vermehrt nutzen.
Ich gehe davon aus, dass wir Minimum 3 Tore schießen. Heißt jetzt aber auch nicht, dass wir 5 oder 6 Tore schießen werden. Das ist völliger Blödsinn und überzogen. Aber ich gehe davon aus, dass 2 auf jeden Fall oder eben 3 Tore auf jeden Fall drin sind jetzt am Freitag und wieder ein 3-0, 3-1 einfahren werden. Ansonsten gibt es erstmal nichts zu sagen. Ja, seien wir weiter froh und stolz, wie es läuft. Und dann freuen wir uns auf ein kommendes, gutes, packendes Heimspiel. Am besten natürlich mit 3 Punkten, wovon ich fest ausgehe. Diesmal bin ich sehr zuversichtlich. Viele von euch ja meistens auch, dann aber auch wieder nicht, weil Spiel auf Augenhöhe, starker Gegner. Aber jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass am Freitag wird eine beinahe klare, eindeutige Sache für uns. Gut, dann meldet euch doch mal in den Kommentaren, wie ihr denkt, was das jetzt wird am Freitag, wie wir sogar aufstellen könnten. Ich gehe nämlich davon aus, dass Uth wieder in die Startelf kommt und Andersen erstmal wieder raus muss. Es kann sein, dass Thielmann für Ljubicic starten wird. Ansonsten sollte sich eigentlich nichts verändern, außer dass wohlmöglich Meret für Kilian starten könnte. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich melde mich spätestens am Freitagmittag. Und dann wollen wir mal gucken, dass die Jungs noch gut trainieren die Woche, alle gesund bleiben und dann ja, auf ein schönes Spiel am Freitag. Aber wie gesagt, ich melde mich ja dann noch. Ne? Gut, dann bis später. Ansonsten bis Freitag. Macht's gut. Tschüss.